So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Link's Awakening, das letzte Mal. Haben wir Kammerspiele gemacht. Und zwar sind wir gerade bei Boris, der ja ganz viele Missionen für uns hat, die wir noch alle schaffen müssen für Herzteile, Muscheln und so weiter. Und dann bin ich gespannt, was mir nachher noch fehlt. Also mir fehlen ja jetzt noch... Lass mich mal kurz gucken. Mir fehlen ja jetzt noch... Ah, ich kann aus dem nicht ins Menü. 5 Herzteile. 5 Herzteile. Ich weiß nicht, wo die herkommen sollen, aber wir werden sehen. Und Muscheln... drei. Auch da werden wir wahrscheinlich nochmal... Boah, ey, wo sollen die denn sein? Einfach random ablaufen müssen. Aber random ablaufen ist fürs Let's Play scheiße. Ich sehe zwar auf der Karte, wo die waren. Soll ich das denn mit einem Guide machen? Muss ich mir noch überlegen. Jetzt erstmal haben wir zu tun. Und zwar hier zu spielen, soweit es geht. Ja. Ich weiß halt nicht, wie viele Muscheln es beim Angeln gibt. Ich weiß nicht, wie viele Muscheln es... vielleicht gibt es bei dem Floßding noch irgendwas. Oh no. Das wäre auch möglich. So, wir müssen hier jedenfalls erstmal Kammern verbinden 2 spielen. Das ist jetzt... Ach ja, wir sind ja hier noch gar nicht. Wir sind ja hier noch gar nicht. Es hat sich ja letztes Mal erst dieses Dreierding aufgemacht und dann war ich demotiviert. Weil wir dann noch so viel... Also wir werden wahrscheinlich hier jetzt teilweise bestimmt noch 2, 3 Parts Kammern bauen. Ich habe keine Ahnung. Das dauert ja ewig. Also keine Erklärung, einfach bauen. Okay, let's go. Ich versuche halt immer das möglichst minimal zu verbinden. Jetzt brauchen wir erstmal den Start. Machen wir den Start doch gleich hier. Oh nein, das ist der Raum. Das heißt, ich muss jetzt... Oh nein, ich kriege jetzt spezielle Räume vorgesetzt. Oh, ich muss die beiden kämpfen. Oh. Ich habe jetzt schon keine Lust drauf. Aber dann machen wir das lieber gleich. Dann haben wir das weg. So, und dann müssen wir hier jetzt am besten Treppe und Truhe. Da. So, Treppe und Truhe. Aber ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht gecheckt, wie ich es schaffen kann, dass er jetzt die richtig verbindet. Na? Ich kann jetzt hier zwar überprüfen drücken. Und jetzt verbindet er die auch so, wie ich das gerne hätte. Aber wenn ich jetzt plötzlich eine neue Treppe irgendwo hinsetze, keine Ahnung, zum Beispiel da, dann verbindet er plötzlich die. Warum? Ist doch okay, er kann auch die und die verbinden. Ich habe das habe ich noch nicht verstanden mit den Treppen. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier setze, zack. Ich meine, ist alles Quatsch. Und jetzt verbindet er das. Jetzt sind die zwei verbunden. Und jetzt passt die erste wieder und die zweite ist an sich auch okay. Also immer so Stück für Stück verbindet er, was gerade da ist. Habe ich den Eindruck. Ja, keine Ahnung. Also das wieder raus, ist klar. War Quatsch. Das auch wieder raus, war Quatsch. So, also aktuell ist es so verbunden. Das ist in Ordnung. So, hier hoch muss halt ein Raum. Einfach weil... Dann würde ich sagen, da setzen wir einfach einen Truhenraum rein. Wir brauchen nämlich Schlüssel. Hier muss ein Schlüsselraum hin. Nehmen wir halt den da. Der geht immer am fixen. So, zack. Und jetzt muss hier ein Schlüsselraum rein. Im besten Fall ein Raum mit... mit Schlüssel und Treppe. Dass wir da möglichst... Oder wir laufen... Nee, komm, wir laufen einfach durch. Warum muss es denn immer so möglichst kompliziert sein? Wir laufen einfach durch. Ein Schlüsselraum, wo wir einfach durchlaufen. Guck mal, der zum Beispiel müsste doch funktionieren. So. Dann gehen wir hier um die Ecke. Mit einem ganz normalen Raum. So. Dann gehen wir hier um die Ecke
Mit einem Schlüsselraum bestenfalls. Da ist einer. So. Hier muss noch ein Thronraum rein. Das sehe ich auch gerade. Setzen wir den erstmal. Nehmen wir wieder den hier. Den kennen wir jetzt auch schon mehr als genug. Ne, wir setzen hier. Passt auf, wir machen es anders. Hier oben kommt der Bossraum hin. So. Und dann kommt hier ein Zwischenraum mit Truhe. So. Dann gehe ich da kurz rein, hol mir den Schlüssel für den Raum. Das müsste ja funktionieren. Und hier unten brauche ich jetzt noch einen Teleport hier hoch. Aber dafür brauche ich jetzt erstmal den Raum da hoch. Da muss also eine Treppe... Ach so. Okay, jetzt muss ich gucken. Im Moment sind die falsch verbunden, die Treppen, ne? Wenn ich jetzt aber den nächsten Treppenraum setze... Wait, was, warum... Ach, hier ist jetzt ein Treppendings mit drin. Den wollte ich eigentlich gar nicht. Aber okay. Der ist gar nicht verkehrt. Dann lassen wir den hier und schicken den einfach hier hoch. So. Und jetzt ist der mit dem verbunden. Jetzt ist der mit dem Das ist doch genau das, was ich nicht will. Wieso verbinden sich jetzt der und der? Weil die in der Ecke da unten ist, oder was? Das ist doch völliger Quatsch. Wenn ich das jetzt neu setze, sind die immer noch so verbunden. Ich will aber, dass diese Treppe hier hinführt. Jetzt nehme ich das raus. Jetzt führt die Treppe dahin. Jetzt nehme ich das raus. Jetzt führt die Treppe wieder hier hin. So will ich es ja haben. So soll die Treppe bleiben. Jetzt setze ich den hier hin. Jetzt führt die Treppe da plötzlich dahin. Warum wollen denn die Treppen nicht, wie ich will? Jetzt setze ich den wieder hier hin und... Das ist ja nicht das, was ich möchte. Wie kann ich denn die Treppen, die anders verbinden? Das ist doch Quatsch. Diese Treppe? Diese Treppe? Ich muss die doch irgendwie anders setzen können, diese... Oh. Bekloppt mit den Dingern. Na gut, bauen wir es mal weiter. Wir machen einfach noch eine Treppe. Vielleicht lässt sich's dann einrichten. So, guck mal. Jetzt noch eine Truhe und noch eine Treppe. So. Jetzt schickt der dahin. Eigentlich bräuchten wir die Treppe da jetzt gar nicht mehr. Wenn wir hier einen normalen Durchgang hätten, ohne Treppe, was weiß ich, den da zum Beispiel. Wie Map. Ach, da musste ein Schlüssel sein. Also muss ein Schlüsselraum sein. Der hat einen Schlüssel. So. Ist jetzt die Treppe richtig? Ja, okay, das würde funktionieren, glaube ich. Ist ja auch alles blau. Ich glaube, da kann ich jetzt nichts falsch machen. Meine Herren! Ja, let's go. Das ist, was ich meine. Das ist genau, was ich meine. Ich verstehe es nicht. So, als erstes kam der blöde Boss, ne? Das wird jetzt erstmal 3 Jahre dauern. Ich bemühe mich. Ach ja, ich habe gelesen, man kann Bombenpfeile machen. Wenn man beides gleichzeitig drückt. Das werden wir hier jetzt mal versuchen, dann machen die vielleicht mehr Damage. Der kommt vor. Nein, der kommt nicht vor. Ah, die machen das mal andersrum. Der kommt vor, der da hinten schießt. Okay, gehen wir erstmal. Keine Ahnung, wo wir anfangen. Aua. Hat das getroffen? Auf der Treppe. Das wirkt nicht so. Treffe ich den überhaupt? Nee, ich habe keinen einzigen bisher getroffen. Okay. Also gehen hier nur die Pfeile. Meinetwegen.
habe. Warum schicke ich jetzt hier? Ach, kann ich nicht eigentlich einfach das zurück? Ich habe jetzt das Schild, das Spiegelschild. Kann ich es nicht einfach... Ne, schicke ich nicht zurück. Okay, schade. So unnötiger Boss. Ah, oh, wie viel hält der denn noch aus? Aber die Bombenpfeile haben offensichtlich überhaupt nicht getroffen. Das ist ärgerlich. Das bedeutet, es dauert 3 Jahre. Dankeschön. Das ist ja gut. Nee, das trifft halt einfach nicht. Schade. Ich kann auch nur einmal treffen. Es geht nicht anders. Wir müssen ihn einfach abwarten. Ach, Mann, ey. Ah, warte. Geht vielleicht der zumindest? Macht der mehr Damage? Nein. Geht alles nicht. Geht das Schwert? Wahrscheinlich auch nicht. Sehr gut. Nee. Interessiert ihn alles nicht. Geht echt nur der Pfeil. Was macht man jetzt in dem Kampf, wenn man... Kriegt man dann irgendwie nochmal Pfeile zugeschickt? Schmeißt dann plötzlich kleine Spinnen raus oder sowas? Das, wenn ich hier die Pfeile loswerde, muss ich ja irgendwo her Pfeile bekommen, wenn das die einzige Waffe ist, die was ausmacht. Meine Herren. Danke. Warte, ich hoffe, den sehen wir nie wieder. Es ist halt einfach nur ein dummer, langweiliger, nerviger Boss. Mehr nicht. So. Also ich bin mit dem Kammerding bin ich überhaupt nicht zufrieden. Es ist halt immer wieder der gleiche Quatsch, weil man ja die Kammern einfach kennt, die man einbaut. Es ist einfach nur eine neue Reihenfolge. Also die Idee war ganz interessant, aber die Umsetzung ist furchtbar nervig. Bin ich nicht mit zufrieden. Ach, das ist der Raum, den ich eingebaut habe. Das meine ich, ne? Das haben wir jetzt auch schon 3000 Mal gelöst. Das Rätsel haben wir jetzt auch schon 3000 Mal gelöst. Dachte schon, ich verfehl dich mehr. Wäre es gewesen. Zwar komplett. So. Also da weiß ich nicht. Das Bauen ist ganz interessant. Ja, wie man das baut, aber alles andere. Alles andere war es dann halt. Also. Das ist einfach der Durchgang, ne? Ja. Oder gab es hier noch eine Truhe? Ne, wäre ja eingezeichnet. Also hier gehe ich einfach durch. Ach so, hier muss ich... den Durchgang haben wir hier gebaut. Verstehe. Oh. Bin dumm. Ah, warum bin ich dumm?
nicht gesehen. Ich dachte, hier ist eine Tür. Hier ist gar keine Tür. Ich will nicht wissen, wie groß die Dreier-Dinge jetzt noch werden. Ne? Also die zwei haben schon lang genug gedauert. Schau mal, wir sind eine Viertelstunde mit dem einen einzigen jetzt beschäftigt. Das ist nicht gut. Das dauert mir alles zu lange. Das ist, ich weiß nicht, ist das jetzt spannend zum Zuschauen? Immer wieder die gleichen Räume, ist es doch halt, ist doch auch nichts. Jetzt kommt wieder der dumme Boss hier. Den kann ich jetzt aber mit Bombenfallen malträtieren. Wenn das nicht funktioniert, dann bin ich mad. Ja, vielleicht schießt man in die richtige Richtung. Hä? Willst du mich? Ach, komm schon. Nein! Boah, Junge. Dankeschön. Ach ja. Yay! So, auf den Boss sehen wir nie wieder. Das ist alles so ein nerviges, zeitraubendes Zeug. Kann ich nicht haben. So, also bauen hat 8 Minuten oder so gedauert. Spielen 9 Minuten. Naja. Abflug. Ja, ja. Geh halt durch. Geh halt einfach durch. Sheesh. Eins. Ach, komm schon. Zwei. Dam, 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 dam. Yay! Bitte nicht noch eine neue in Stufe 2. Wir haben schon Stufe 3 vor uns. Ah! Oh, da ist das vierte Herzteil. Okay. Jetzt fehlt noch, fehlen halt noch... Aber ich kann doch nicht noch 4 Herzteile bekommen bei dem Kollegen. Ich kann doch nicht noch 4 Herzteile bekommen. Eines bekomme ich halt noch, aber dann fehlt mir immer noch ein ganzer Container wahrscheinlich. Treppen. Warte mal, wenn du eine Treppe verbaust, wie passt das mit der Treppe am Startpunkt? Vielleicht wenn du, aber dann müsstest du, uff, genau deswegen überlässt das Bauen von Labyrinthen. Ja, weil ihr die Treppen komplett dumm gemacht habt, Nintendo. Jetzt sagt es selber. Verarscht mich halt. Kann ich, gibt's einen Eingangsbereich mit Treppe? Nein, gibt's nicht. Ne? Also der Eingang ist egal, dann setzen wir hier den Eingang. Aktuell verbindet der die hier rüber. So. Habe ich ja nichts dagegen. Aber sobald ich jetzt hier einen Treppenraum hinsetze... Jetzt verbindet er die... Ah, weil da noch eine Treppe war. Ja, meinetwegen. So, jetzt würde das soweit passen. Aber hier muss noch ein Treppenraum hin. Den setzen wir auch gleich mal. Aber ich verstehe halt nicht... Jetzt ist die nicht mehr verbunden. Das ist aber an sich ja egal. Die muss ja nicht verbunden sein. So, also aktuell sind wir hier. Dann sind wir hier drüben. Da muss ich 2 Räume anbauen. Nehmen wir halt den. Und einen Treppenraum brauchen wir noch. Wobei jetzt die Frage wieder... So klar.
wollte gerade sagen, wobei jetzt die Frage wieder ist, wie dann plötzlich die Treppen verbunden werden. Nämlich verflucht anders. okay, aber soweit ist das noch in Ordnung. Die geht darüber, die geht da hoch. Meinetwegen, dann bin ich also hier. Brauchen wir jetzt nochmal Treppen? Theoretisch ja. Weil ich den ganzen Weg da nicht laufen will. Das hier verbinden wir jetzt normal. Da werde ich jetzt keine Treppen reinbauen. Das kriegt einfach den Raum hier. Na, da ist eine Treppe dabei. Das kriegt einfach den Raum hier. So. Dann brauchen wir einen Durchgang. Ganz normaler Durchgang. Dann brauchen wir den Weg nach oben. So, ganz normaler Weg nach oben. So. Dann lande ich hier unten. Hier machen wir den Boss hin. Ich mache jetzt keine neuen Treppen mehr. Hier kommt der Boss hin. So. Dann ist hier nämlich auch der goldene Schlüssel nachher drin. Und dann machen wir hier nämlich nicht den Raum. Sondern wir machen hier den Raum. So. Und dann machen wir jetzt nämlich ganz anders. Ach ja, Opti, nehmen wir den. Führt der hier durch. Dann führt der da runter. Mach mal ein paar mehr Räume, ist ja völlig wurscht. Aber wenn ich mir das so angucke, das ist ja sogar nur, ein Durchgangsraum, den kann ich ja sogar setzen. Der ist ja überhaupt nicht wild. Überhaupt haben wir bisher von den Dingern hier noch überhaupt nichts mit Schalter und Kram gehabt. Das ist eigentlich auch, sie machen wirklich so die rudimentärsten Sachen, bauen die dahin. So, und dann gibt es jetzt hier halt nochmal möglichst einen Raum, ohne dass ich hin muss. Ich setze ihn einfach nur hin und dann muss ich da nicht unbedingt rein. Aber ich kann rein. Ich muss hin, weil ich wegen der Truhe hin muss. Und dann belohne ich mich da halt noch mit Münzen. Mit Rubinen. Okay, sollte doch jetzt funktionieren. Zum Schluss muss ich da rein. Es gibt relativ viele Rubinentruhen jetzt. Weil wir keine Schlüssel eingebaut haben. Gut, damit belohne ich mich dann zumindest noch ein bisschen. Okay. Ist okay. Kriegen wir hin. Muss halt einfach so bauen, dass ich möglichst kurze Räume habe. Ne? Das ist halt die Sache. Möglichst kurze Räume. Auch nichts. Hier geht's einfach nur runter. Oder ich nicht, dass ich jetzt hier. Stopp. Ja, hab's mir doch gerade noch gedacht. So, von wegen hier gibt's auch nichts. So. Öffnen müssen wir die Truhen, ja, weil sonst kommt der goldene Schlüssel nicht in der letzten Truhe. Das ist das Problem, auch wenn es nur Rubine sind. Das ist ja das Ärgerliche. Ich müsste eigentlich, das wäre noch schlauer, ich müsste so wie diese Schatzkammer zum Beispiel. Das ist ja ein Raum, den man nutzen kann, einfach nur um zu verbinden, ohne dass man in den Raum rein muss. Ja, wenn ich Räume finde, die ich verbinden kann, ohne dass ich in sie rein muss, das ist das Optimalste. So, jetzt müssen wir erst nach links, weil wir den Weg dann wieder zurücklaufen. Das machen wir jetzt praktisch nur. Wir laufen jetzt nur nach links, um alle Truhen zu öffnen. Einen anderen Grund haben wir nicht, nach links zu laufen. Wären da jetzt also Räume, die wir, in denen keine Truhen wären, die wir also nicht bräuchten, dann könnte ich das alles nicht, müsste ich das alles nicht spielen. Das ist zum Beispiel ein sehr guter Eckenraum. Solche Bonusräume, ich glaube, sowas hat man mit so Zusatzdingern freigeschaltet, ne?
Räume, die ich einfach einbauen kann, ohne dass ich sie nutzen muss. Wenn jetzt hier zum Beispiel auch einfach nichts gewesen wäre. Aber hier ist halt eine Truhe, deswegen muss ich hier rein. Darauf muss ich beim Bauen achten. Dann geht der Raum, dann geht das Dungeon-Ding schneller durch. Was ist denn das? Tolle Belohnung. Das funktioniert ja hervorragend hier mit den Belohnungen. Oder zumindest halt so kurze Räume. Davon haben wir ja einige und die müssen wir halt nutzen. Ja genau, und hier muss jetzt eigentlich nicht rein, aber wenn wir schon da sind, nehme ich die noch mit. So. Wir haben ja noch einen Kammerstein beim Shop. Ich weiß nicht, was es für einer ist, aber es ist bestimmt auch ein vorteilhafter Kammerstein, ne? Den man dann hier eben zum Beispiel sowas hier, den man dann einfach kostenfrei einsetzen kann. Ohne dass es ein stressiger Raum ist, ohne dass man den Raum unbedingt spielen muss. Ein Raum ohne Truhe und so weiter. Sowas ist optimal. Und das ist ja auch wieder ein Raum, in dem ich rein muss, weil hier eine Truhe auftaucht. Da hätte ich besser drauf achten sollen, dass ich nichts mit Truhen baue. Bin halt blöd. Ja, ja. Und solange ich keine Schlüsseltüren einbaue, habe ich am Ende nur die eine Truhe, wo der goldene Schlüssel drin ist. Das heißt, das ist eigentlich was, wo ich beim Bauen drauf achten sollte. Ah. Dann geht das Levelspiel auch schneller. So. Ach Gott. Was habe ich denn da für den Raum gewählt? Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht. Ah. Ja, das war halt echt. Jetzt ist gerade, also heute gerade ist dieser Part rausgekommen, dieser andere. Es war halt wirklich selten dämlich, ne? Was ich da gemacht habe. Ich weiß, wie man Schach spielt. Ich habe halt nur ans Original gedacht und da war es halt komplett random und dann habe ich mir das hier nicht anders vorstellen können. Ja. Oh. Den Raum habe ich zum Schluss gewählt. Ja, cool. Ich möchte einmal mit dem ersten Kuck den Hasen treffen. Oder zumindest mit dem zweiten. Oder zumindest mit dem zweiten. So, da ist mein goldener Schlüssel drin. Fertig. Fertig ist das Programm. Zwei Dungeons haben wir geschafft in dem Part. Zwei Dungeons. Wenn da jetzt noch mehr kommen, sehe ich Probleme auf uns zukommen. Ich hoffe zumindest Stufe 3 ist dann die letzte Stufe. So. Immerhin kann man den Boss einbauen, der geht halt richtig schnell. Das ist richtig gut. Eieiei. Treppen beendet. Nee, es war nicht spannend. Halt überhaupt nicht. Ja, schön. Herzschmerz. Ich muss es komplett füllen, ne? Ja. Musst du das ganze Labyrinth mit nur drei Herzen überstehen? Das wird eine Herausforderung. Das ist jetzt wiederum was Spannendes. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Das wird jetzt herausfordernd, das so zu bauen, dass man möglichst wenig machen muss. Und gut durchkommt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.